Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Millennia. Ja, da befinden wir uns schon wieder in einer Minecraft-Welt. Und es geht wieder weiter mit komischen, sinnlosen Rumfarmen, damit wir endlich Anführer werden. Ja, toll, ne? Ist das denn nicht schön? Wir müssen uns echt noch was überlegen, was wir machen. Ich bin noch am Überlegen, ob wir hier vielleicht direkt mal irgendwie die Stadt wechseln. Mir wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass ich... Moment, ich kann das ja mal kurz nachgucken. Einfach nur so, weil Baum. Weltgeneration war das, denke ich mal. Da, minimale Dorfdistanz 600. Okay, weil mir wurden nämlich in die Kommentare geschrieben, dass das relativ klein wäre, irgendwie. Aber scheinbar doch nicht. Okay. Dann ist egal. Dann habe ich damit auch bewiesen, dass Dorfdistanz höher ist, als mir gesagt wurde. Haha, ich hab's kaputt gemacht. Nee, Quatsch. Weil irgendwann in irgendeiner Folge habe ich mich, glaube ich, mal drüber gewundert, warum so viele Dörfer direkt nebeneinander spawnen. Und ja, da hat einer die Vermutung aufgestellt, dass ich das einfach so eingestellt hätte. Könnte man natürlich auch noch machen. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu, ja. Und der, Moment, ich muss nochmal kurz gucken, wie der heißt. Depth-to-Do. Da. Moment. Halt, stopp. Pause. Nein, Pause. Okay, so. Und zwar der, Justin, also justinfighter.de heißt er. Finde ich richtig cool. Der hat jetzt alle Folgen einmal so angeguckt in ein paar, ne? Stunden, Tagen oder so. Finde ich richtig cool. Total geil, dass das irgendwer ernsthaft macht. Mir wäre das wahrscheinlich zu doof. Ja, nee, aber deswegen muss ich den einfach mal erwähnen. Und der hat nämlich so ganz schöne Kommentare schon geschrieben. Zum Beispiel, dass er. Dass es natürlich sein könnte, dass ja, sich das Ding, also die ganzen Dörfer zusammen, zu einer riesen Metropole da entwickelt. Und das wäre natürlich richtig cool. Aber ich glaube, so gut ist der Mod leider nicht, dass der das erkennt und dass die dann zusammenarbeiten und... Aber das wäre wirklich richtig cool, wenn die sich irgendwie so verbünden würden. Das würde ich feiern. Also, ne, müssen die Entwickler sich mal ein bisschen am Riemen reißen und da mal was Gescheites draus machen. Dann klappt das vielleicht irgendwann. Mir wurde auch gesagt, dass ich mal den Mod... Moment, wie ist der schon wieder? Da muss ich nochmal nachgucken. Ja. Ich muss jetzt die ganze Zeit Kommentare suchen, weil ich mir die irgendwie nicht gespeichert habe. Warum auch immer. Ach genau, Let's Pika hat gesagt, könntest du mal Minecraft SimuCraft, die Mod, let's playen. Die muss ich mir erstmal mal angucken, aber irgendwie... das war, glaube ich... Also ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ich glaube, ich habe den schon mal gesehen. Da hat man dann halt so Bedürfnisse wie Hunger und so. Beziehungsweise hat man ja sowieso. Aber dann kann man halt auch so heiraten und sowas alles. Und ich weiß nicht, ob sich das lohnt, deswegen jetzt ein extra Let's Play zu starten. Also ich gucke es mir auf jeden Fall nochmal an. Vielleicht kann man das auch kombinieren, aber ich bezweifle es irgendwie, weil SimU gehört sich irgendwie ganz schön nach Sims an oder so. Dass es halt so aufgebaut ist wie Sims oder so, beziehungsweise, ne, und deswegen, wenn das die Mod ist, die ich glaube, dass sie es ist, dann ist das so ungefähr wie Millennia, dass man halt so Dorfbewohner hat, mit denen man interagieren kann und so weiter und so fort. Ich weiß nur nicht, welche Funktionen das alles hat. Also da muss ich nochmal nachgucken. Nur, wenn das jetzt ungefähr so ist wie Millennia, beziehungsweise auch nur mit Dorfbewohnern oder so, und wenn, dann würde ich nämlich sagen, eher nein. Also kann ich jetzt schon mal direkt als Antwort geben, weil, ja, ich habe zwar noch kein anderes Projekt in Aussicht, aber ich fände es ein bisschen doof, so zwei fast gleiche Projekte direkt nacheinander zu spielen. Was ich eher so Lust drauf hätte, wenn wir dann mal mit Millennia durch sind, dann mal so zu gucken, was es so für geile Modpacks gibt. Beziehungsweise was es zu dem Zeitpunkt dann für geile Modpacks gibt, die dann auch relativ aktuell sind. Ne, dass wir mal ein Modpack spielen. Also Modpacks finde ich eigentlich richtig geil. Ich habe ja, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, Tekkit. Habe ich schon lange gespielt.
Beziehungsweise, ja, was heißt lange? Ich habe halt mir ein kleines Häuschen gebaut. Ich habe jetzt noch nicht alles mit Tekkit gemacht. Was man machen kann, ist auch ein bisschen viel, aber so das Gröbste. Also so, ja, keine Ahnung. Diese ganzen Lagersysteme, ME-System mit diesen Dingens, Pipes und so weiter. Also die beiden unterschiedlichen Lagersysteme, ne? Das hat sich, glaube ich, gerade so angehört, als wäre das eins, aber sind zwei unterschiedliche und sowas alles. Und hier natürlich Energie, weil das brauchen wir auch. Aber sowas könnten wir eigentlich machen. Da bin ich noch am Überlegen, ob wir das machen. Weil dann könnte ich mir nämlich sogar vorstellen, dass wir hier mit dem Millennial Let's Play erstmal aufhören. Also jetzt nicht jetzt schon, sondern halt, wenn wir dann unser eigenes Dorf haben, wenn wir das irgendwann mal hinkriegen. Und so. Aber dass wir dann damit mal so eine Pause machen, beziehungsweise aufhören. Weil ich meine, man muss ja nicht unbedingt immer aus allem ein Endless Let's Play machen. Das ist jetzt ja auch schon mega lang geworden. So habe ich das ja eigentlich gar nicht geplant. Aber das ist halt so das Problem mit Minecraft, dass das immer ein endlos Let's Play wird. Irgendwie. Also zumindest, ja, ne? Minecraft Let's Plays werden halt allgemein immer relativ lang. Nur dann könnten wir immer irgendein Modpack spielen. Muss ich mal gucken, was wir da spielen. Ich glaube, dann würde ich aber eher so ein technisches Modpack spielen. Also so im Multiplayer finde ich an sich besser so, ja, sowas wie Hexit oder so. Also wo man dann halt viel mit Zauberei und sowas macht. Obwohl, Feed the Beast ist auch geil. Da hast du halt alles. Ne, muss ich mal gucken. Ich mache mir da ein paar Gedanken. Wahrscheinlich wird es dann irgendwie auf sowas Technisches auslaufen. Oder vielleicht wirklich Feed the Beast, obwohl Feed the Beast halt einfach viel zu fett ist. Aber nee, muss ich mal gucken. So. Der ist schon wieder gewachsen. Cool. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal hier hinten, was die Kühe so alles von sich geben. Weil die können wir ja theoretisch schon wieder schlachten. Obwohl eigentlich bringt uns das noch nichts. Ich glaube, wir füttern die lieber erstmal noch ein bisschen. Damit die wieder ein bisschen, also damit es das nächste Mal schneller geht. Weil je mehr Kühe wir haben, desto mehr vermehren die sich ja auch und so. Weil exponentielles Wachstum. Ja, ja. Und übrigens habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, ich bin im Mathe-LK, deswegen so ein paar Mathe-Fachbegriffe habe ich drauf, obwohl ich es eigentlich auch mit Fachbegriffen nicht so habe. Nur wenn irgendwas Mathematisches ansteht, dann kann ich das eventuell gut. Wobei ich sagen muss, wenn ich irgendwas eine Zeit lang nicht gemacht habe, dann kriege ich es nicht mehr auf die Reihe. Das ist einfach so. Naja, auch egal. Ich laber hier irgendwie die ganze Zeit nur irgendeinen komischen Müll. So, die ganze Zeit hin und her. Müll, Müll, Müll hier, Müll, Müll, Müll da. Das ist aber schon ganz schön viel wieder gewachsen. Was haben wir denn eigentlich das letzte Mal gemacht? Das letzte Mal haben wir doch irgendwie gar nichts gemacht. Wie kann denn das schon wieder so viel gewachsen sein? So, wupsen. Übrigens, falls man das gerade gehört hat, ich weiß gar nicht, ich achte da nie drauf, wenn ich so aufnehme oder so, aber ich wohne hier halt direkt an der Straße und ich wohne auf einem Dorf, das bedeutet, hier kann es auch öfter mal laut werden. Kann auch sein, dass hier öfter mal Trecker vorbeifahren oder eben gerade ist ein Motorrad vorbeigefahren. Keine Ahnung, ob man sowas hört. So hätte ich vielleicht mal irgendwie drauf achten müssen. Schon mal. Vor Ewigkeiten oder so, als ich angefangen habe mit Let's Plays oder so. Los, hört mal auf hier, Liebe. Okay. Weil dann kann ich nämlich hier wieder dingsten. Weil sonst fressen die mir nämlich alle doppelt. Und das möchte ich ja nicht. Komm, wir können ja mal aus unserem Häuschen das restliche Weizen holen, was wir da noch haben. Weil dann können wir die damit auch noch vermehren. Weil sonst wäre das ja, wie gesagt, Verschwendung. Aber das muss ich wirklich mal sagen. Ihr könnt ja auch mal so in die Kommentare irgendwelche Modpack-Vorschläge schreiben, wenn ihr Lust dazu habt. Dass wir mal irgendein Modpack spielen. Und ihr könnt ja mal sagen, was euch besser gefallen würde. So Millennial weitermachen, lieber noch ein paar andere Dörfer dingsten oder ein Modpack. Aber ich glaube, ich persönlich hätte sogar mehr Lust auf ein Modpack. Also wahrscheinlich werde ich eh das machen, was ich will. Weil ich halt, ne? Hä? Nie? Aber, nur mal so, um mal eure Meinung zu hören. Ihr könnt mich da natürlich auch ganz viel beeinflussen. Oho. Nee, aber... Ne, hat ja noch Zeit, wie gesagt. Ich werde mir da noch ein paar Gedanken machen.
Auf jeden Fall Minecraft wollte ich wieder ein Singleplayer-Let's Play starten. Einfach aus dem Grund, weil Minecraft halt so ein Projekt ist, wo man sehr viel labern kann. Und wo du halt jetzt nicht an irgendwas gebunden bist. Also du kannst eigentlich machen, was du willst. Das finde ich halt so cool. Gerade am Let's Play. Es gibt zwar auch Leute, die sagen, das ist mittlerweile langweilig geworden und so. Und es macht halt jeder. Ja, stimmt schon irgendwo. Aber wie gesagt, so in einem Singleplayer-Let's Play mit ein paar Mods gibt es ja immer wieder neue Sachen zu entdecken. Und ja. Deswegen finde ich das auch ganz gut, um so Kommentare vorzulesen und sowas. Da kann man sowas schon mal machen. In anderen Projekten kann ich das wahrscheinlich eher nicht so machen, weil ich da dann einfach zu sehr auf die Story konzentriert bin. Und außerdem versuche ich ja auch ein kreativer Mensch zu sein, auch wenn ich es nicht immer ganz so hinkriege, aber ist ja egal. Der Wille zählt und so, ne? Aber ich bin wirklich teilweise echt mega unkreativ. Das muss ich jetzt einfach mal so zugeben. So, los. Da ist hinten ist einfach eine Kuh. Warum verstreuen die sich denn eigentlich so weit? Die standen mal alle hier auf der Insel. Und jetzt steht da hinten im Wasser, da ist eine Kuh. Ja, da unter Wasser ist eine Kuh, auch geil. Da ist eine Kuh, da ist eine Kuh. Da sind zwei Kühe. Da links sind noch zwei Kühe. Also irgendwas ist da nicht so ganz richtig gelaufen. Ich werde die, glaube ich, mal irgendwie alle töten. Komm, machen wir das einfach mal. Oh, kaputt. Und die da oben. Kaputt. Kaputt. Ich hoffe nur, wie gesagt, nicht, dass die zum Dorf. Also ich hoffe nur, wie gesagt, dass die nicht zum Dorf gehören. Weil sonst wäre das nämlich doof. Da hinten war, glaube ich, genau, da ist ein Zombie. Dann nehmen wir lieber mal das andere Schwert. Weil Zombies haben ja immer so die Probleme, dass sie gerne mal einen anzünden. Aua. Sekunde. Boop. Da ist ein Spini. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich das sehr komisch finde, dass Zombies einen anzünden können, aber andere Tiere nicht. Ich fände es cool, wenn das auch andere Tiere so machen könnten. Hey, da ist Eisen. Wir gehen zwar nicht in die Höhle, aber wir finden Eisen. So muss das sein. Was ist da noch? Gar nichts mehr. Okay. Dann gehen wir wieder aus der Höhle raus. Also aus der Nicht-Höhle, in der wir trotzdem Eisen gefunden haben. So. Gucken wir nochmal hier drüben, weil hier sind ja noch Schweine. Dann könnten wir die nämlich einfach mal grillen und so. Achso, wir wollten ja auch die einen Schweine da füttern, die wir drüben noch haben. Moment, ich mache hier mal einfach den Zaun weg. So ein bisschen. Hi. Oh, Kratos. Oh, oh. Das finde ich immer doof. Dass Spinnen so schnell zu einem kommen. Und da muss man gegen mehrere Sachen gleichzeitig kämpfen. Das finde ich immer doof. Da ist ein Zombie. Komm, geh nochmal eine Runde schwimmen. In der Zeit rüste ich mal das Schwert hier aus. Und dann töten wir lieber mal hier die Schweinchen. Schweinchen-Babe. Einfach nur, damit wir das auch mal gemacht haben. Hallo. Weil Schweine kann man ja auch nicht gebrauchen. Zumindest nicht, wenn die so weit weg sind. Wir haben ja jetzt unsere Schweine da drüben. Und jetzt sind wir wieder Level 30. Geil. So, komm. Hey, das ist ein Slimechen. Slime, 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 Slime. Aua, Spinne, geh weg. Ganz, ganz viele Slimies. Das finde ich cool. Wir könnten ja mal irgendwas Redstone-iges bauen. Ich meine, unser Dorf ist jetzt ja ausgebaut. Da kann man ja sowas mal machen, ohne Angst haben zu müssen, dass die einem das alles kaputt machen. So. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal einen Cut. Und ja, dann gucken wir nächste Folge mal weiter, was wir so alles tun. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.